Billige MGN-Schienen sollten wenigstens so laufen, wie ihr da gerade auf dem Bild seht. Mit 5 Euro und ein bisschen Zeit ist es auch machbar. Ihr braucht dazu eine schöne Pinzette, vorne gebogen, leicht magnetisch, Schraubenzieher, einen Pinsel und einen Holzstab mit einer dünnen Spitze, eine Dose. Und ich habe mir halt noch für 5,40 Euro besondere Edelstahlkugeln von Kugelwinni geholt. Fett zum Einschmieren der Lager, Aceton und destilliertes Wasser. So, na dann wollen wir mal gucken, was wir da bekommen haben. Von AliExpress bestellt war das hier. Unter 19 Euro, 500 mm, eine MGN-12-Schiene. Ist erstmal ein schöner Preis. Ist zwar simpel, aber ordentlich verpackt, kann man nicht meckern. Nochmal eingeschweißt und wie üblich mit ganz dünnem Öl im Prinzip benetzt. Was zu erwarten war, die Schiene läuft nicht gut, hakt an einer Stelle wirklich sehr. Ist schon besser als andere MGN-Schienen aus China, also die ist schon eher eine der besseren. Muss man sich aber drum kümmern, sonst hat man keinen Spaß dran. Viele schimpfen schon, wenn da eine Kugel fehlt. Ich glaube 33 Stück passen auf eine Seite rein. Ob da nun 32, 31 oder 33 drin sind, glaube ich, spielt keine Rolle. Von meiner Erfahrung her ist häufig Verschmutzung ein Thema, dass also kleine Metallsplitterchen noch drin sind oder andere Rückstände. Hier dieses rote Teil, da sieht man zwei rote Lippen, die so nach innen waren. Seht ihr gleich nochmal. Viele empfehlen, die abzufeilen. Das wäre ein grober Fehler. Das sind sozusagen so eine Gummilippen, die die Schiene davor schützen, verschmutzt zu werden. Es ist ja Fett innen drinne, das würde halt Staubpartikel und Dreck halt irgendwie mitnehmen. Und die beiden Lippen sorgen halt dafür, dass der Schiene es besser geht. So, hier seht ihr, da zeige ich euch nochmal das Ding. Hab versucht, euch da die Klammern zu zeigen. Mache ich nachher nochmal eine Großaufnahme, weil die Klammern sind das entscheidende Teil bei dem ganzen Ding. So, jetzt nehmen wir es natürlich erstmal alles auseinander. Wir müssen es reinigen. Die Kugeln, die da aus China drin sind, sind fast immer ein Problem. Hier, wie gesagt, sind sie eigentlich ganz gut. Da seht ihr, genau dort sind Klammern eingehangen, ganz dünne. Die einzelne Klammer zeige ich euch nachher auch nochmal. Aber die sind wirklich wichtig. Die da rauszukriegen, ist ein bisschen Fummelarbeit. Und um diese Klammer geht es so. Jetzt habe ich so einen Fokus. Da ist er. Relativ stabil, also verbiegt die aber trotzdem nicht, ja, weil die soll auch schön gerade bleiben. Nächster Schritt, wir müssen alle Kugeln rausholen. Die laufen ja wie in so einem O, ne? Das heißt, innen drin in dem Metallgehäuse sind halt auch Kugeln, die müsst ihr irgendwie alle rauskriegen und danach das ganze Ding sauber machen. Ihr habt gerade gesehen, ich habe da eine Airbrush-Pistole genommen, die hängt an so einem 8-Bar-Kompressor dran, das ist irgendwie einfacher als mit Tüchlein und all solchen Sachen. Ich blase das einfach trocken und aus. Das geht wunderbar. Jetzt mache ich mir eine Mischung aus destilliertem Wasser und Aceton. Mal so ein Drittel, zwei Drittel oder 50-50. Macht das alles mal so ein bisschen sauber, so falls halt gröbere Sachen da drin sind. Und lasst ein paar Minuten drin stehen. Na, ihr seht dann auch, wenn ihr dann später die Dose wieder aufmacht, dass dieses Wasser-Aceton-Gemisch, also Aceton löst Fett, so milchig wird. Und das sind dann die gelösten Rückstände, das gelöste Fett, was man bei der Fabrikation benutzt hat. Das ist jetzt einfach rausgewaschen. Außerdem ist es ja auch so, dass die Metallschiene, die 50 cm lange, auch nicht so präzisionsmäßig gefertigt ist. Und wenn die Kugeln eben auch nicht so sind und die grünen und roten Teile und der Block, und dann haken die Dinger halt einfach. So, da pustet der Faule wieder alles raus. Na, einmal den Haarföhn für die Mechanik. Ich fange jetzt an, die Innenseite, wo die Kugeln laufen, halt schon zu fetten. Das ist säurefreies Lagerfett. Ich weiß nicht, ob es wirklich viele große Unterschiede gibt. Ich habe das Gefühl, nein. Das Fetten macht dann aber
auch nochmal Sinn, beim Einlegen der Kugeln. Durch das Fett haften die natürlich, weil ihr seht, ich bewege den Block, obwohl Kugeln drin sind und es fällt eigentlich fast nie was raus, weil das Fett eben die Kugeln halt noch festhält. Das macht sich wirklich deutlich besser. Und wenn ich die Kugeln dann reinrolle, dann verteilt dieses Fett auch gut. Ja, also Lagerfett ist immer eine gute Sache bei den Dingern. Kein Öl nehmen und auch schon gar nicht was vielleicht die Metalle da angreift. So, sucht euch da was Gutes raus. Also ich habe auch nur bei Amazon da diesen riesen Topf. Ich glaube, der reicht für die nächsten 5 Leben. Nachdem die Kugeln drin sind auf einer Seite, kommt die Klammer rauf, klar, sonst fällt ja alles wieder auseinander. Dann macht man die zweite Seite, schraubt alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Dann hat man den Wagen schon mal so weit, dass man ihn sauber hat. Es sind keine Rückstände mehr drin, es sind ordentliche Kugeln drin und der ist richtig gefettet, also nicht dieses Öl. Die Mechanik soll ja gut gefettet sein. Da habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Das bisschen muss ich da abwischen. Aber ansonsten denke ich mal, dass der jetzt ganz gut laufen könnte. Jetzt kümmere ich mich nochmal um die Schiene. Die muss natürlich auch sauber gemacht werden und gefettet werden. Operation gelungen. Für 19 Euro läuft die Schiene richtig gut.